Du hast bestimmt schon mal was von dieser Aussage gehört. Erst lachen sie über dich, dann beneiden sie dich und dann bekämpfen sie dich oder so irgendwie geht das. Und ich erinnere mich gerade so sehr an mein früheres Leben, wo man über mich gelacht hat mit meinen damals verrückten Ideen, als ich davon erzählt habe, ich möchte gern frei auf der Welt unterwegs sein. Ich möchte ja eigentlich gar keinen Wohnsitz mehr haben, sondern mich einfach immer da aufhalten, wo es mir gerade gefällt. Ich möchte meine Liebsten mit im Boot haben. Ich möchte mir um Geld keine Gedanken mehr machen müssen und solche Dinge. Da hat der ein oder andere sich natürlich schon über mich amüsiert und gedacht. Das hat man, manche haben es auch angesprochen. Ich habe auch schon gehört damals, du oder sie, je nachdem, hast nicht mal alle Tassen im Schrank. Und andere hast du so gemerkt, so von der Energie her, die einfach nur gedacht haben, die spinnt. Ja? Ich habe mir aus diesen Dingen aber nie was gemacht. Im Gegenteil, im Inneren, ich habe mich auf gewisse Art und Weise auch darüber amüsiert, weil ich gedacht habe, ich gehe meinen Weg, egal was andere von mir denken, egal ob andere mich belächeln, egal, ja, was andere für interessante Ansichten über mich haben. Ja, das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich mich oft wie so ein Alien gefühlt habe, insbesondere am Arbeitsplatz. Die erste Zeit zwar sehr stolz auf diese Stelle gewesen, aber dann zunehmend gemerkt, das ist definitiv nicht das, was ich bis zu meiner Rente mein ganzes Leben lang machen möchte, um dann zurückzublicken und zu denken, hätte ich doch nur. Ja. Und möglicherweise geht es dir ja auch so, deshalb teile ich das heute hier mit dir, dass du das Gefühl hast, du musst mehr in deinem Leben möglich sein und dass du auch das Gefühl hast, ja, da ist mehr möglich, aber keinen Plan hast, wie. Also ganz wichtige Dinge, was ich gemacht habe. Ich habe mir Unterstützung von jemandem gegönnt, der damals schon dort war. Mein allererster Mentor war ein Mann, der damals schon dort war, wo ich hin wollte, der das Leben schon gelebt hat, wo ich hin wollte. Weil nur er konnte mir ja letzten Endes den Weg zeigen. Das war eine sehr, sehr wichtige Entscheidung und auch die wichtigste mit überhaupt, weil es natürlich auch darum ging, in mich zu investieren, um mich begleiten zu lassen. Der zweite Punkt war, ich habe einfach Entscheidungen getroffen, die völlig unlogisch waren vom Kopf her. Es kam irgendwann ja auch so der Impuls, mich aus Deutschland abzumelden. Das war nicht irgendwo auf dem Plan, sondern dieser Impuls war da. Ich bin diesem Impuls gefolgt. Hat mein Kopf dann gesagt, um Gottes Willen, was machst du jetzt hier? Bist du ganz verrückt? Jetzt könntest du es dir doch eigentlich gut gehen lassen. Also das war schon zu dem Zeitpunkt, als ich gekündigt hatte im öffentlichen Dienst. Aber der Impuls war ganz klar da. Ich bin ihm gefolgt und auch zuvor kam irgendwann so der Impuls, jetzt schreib schon mal deine Kündigung. Die Kündigung, die habe ich Monate, bevor ich sie eingereicht hatte, geschrieben. Die lag ganz lange in meiner Schreibtischschublade ohne Datum. Und irgendwann war der ganz klare Impuls da. So, jetzt ist Zeit, mit Datum zu versehen und die Kündigung abzugeben. Hat auch mein Kopf da wieder rebelliert? Ja, klar. Aber ich habe gespürt, da ist jetzt Next Level. Es war völlig unlogisch, von äußeren Gegebenheiten zu dem Zeitpunkt die Kündigung einzureichen. Aber ich habe es in mir gespürt und schon haben sich so viele neue Türen und Toren wieder geöffnet. Und genauso war es mit dem Auswandern. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für dich. Lausch auf die Impulse, die das Universum, dein Higher Self, deine Schutzenergie, welchen Namen, deine Seele, dein Herz, welchen Namen wir auch immer dieser Instanz geben. Das ist ja auch nichts anderes als ein Versuch, mit unserer menschlichen Sprache dieser höheren Instanz einen Ausdruck zu geben, einen Namen zu geben. Lausche auf diese Impulse und folge ihnen. Es sind letzten Endes deine eigenen Schritte auf dem Weg zu dem erfolgreichen Leben, wie auch immer das für dich ausschaut und was auch immer das für dich bedeutet. Weil du bist ja hierher gekommen, um wirklich frei zu sein. Du bist nicht hierher gekommen, um andere nachzuahmen, um die Kopie von anderen zu sein, um dich selbst zu verlieren. Darum geht es jetzt, dass du wieder zurückfindest zu dir selbst,
zu der Tiefe deiner Essenz, zu dem, was dich wirklich ausmacht und diesen Impulsen dann auch wirklich zu folgen. Und das ist das, was von der Logik her nicht greifbar ist, wo der Kopf und auch das Bauchgefühl dann schon mal rebellieren und sagen, um Gottes Willen. Da gilt so dieser schöne Satz, der Kopf sagt nein, das Herz sagt ja, also mache ich's. Ganz, ganz zentral wichtiger Satz. Je mehr du dir erlaubst, auf dein Herz zu lauschen und den Kopf und auch dein Bauchgehirn als Beobachter einzusetzen, umso mehr können großartigere Dinge entstehen. Du wirst staunen. Und wenn du in der Richtung von mir lernen möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf, hinterlass mir einen Kommentar hier oder schreib mir eine persönliche Nachricht und da können wir gerne über Details sprechen, wie so eine Bekleidung dann natürlich auch für dich im Detail auf dich abgestimmt dann eben auch ausschaut. In diesem Sinne. Ganz liebe Umarmung zu dir, von wo auch immer du mich hier entdeckt hast und wir sehen uns. Bis ganz bald.